Der SK Adnet hat sich neben Thalgau für diese Salzburger Liga-Saison 2018-19 durch den verdienten Aufstieg qualifiziert. Für eine starke Saison sollen neben dem ligaerfahrenen Trainer Wintersteller auch einige neue Spieler sowie der neue Mannschaftssponsor sorgen. Die Firma Claro ist bereits Sponsor der Spitzenskirennläuferin Anna Veit aus Adnet und unterstützt nun auch den heimischen Fußball. Der Wechsel der Trikots von Rot auf Grün hat ebenso einen interessanten Hintergrund, doch dazu später mehr. Jetzt erstmal rein ins Spiel, wobei das Heimteam den ersten Torschuss für sich verbuchen kann. Doch danach finden die Gäste aus Strobel etwas besser ins Spiel und werden die gefährlichere Mannschaft. Die ersten beiden Chancen kann Keeper Zanchetta noch entschärfen, beim dritten ist er nach dem Querpass von Eisel und dem Schuss von Forsthuber chancenlos. 0:1 nach 9 Minuten. Ein nicht ganz optimaler Start in diese Saison für den Aufsteiger. Nach dem Treffer nimmt dann jedoch mehr und mehr das Heimteam das Spiel in die Hand. Angriff um Angriff finden jedoch nicht den Weg ins Tor und Strobel verteidigt zudem aufmerksam. Die meisten der Schüsse gehen dazu auch noch knapp am Tor vorbei, sodass Strobel-Schlussmann Leimer kaum wirklich eingreifen muss. Wenige Sekunden vor der Halbzeitpause geht dann mal ein Ball nach einer Ecke aufs Tor. Doch genau dann steht Leimer goldrichtig und kann gerade noch entschärfen. Unsere Natur war für mich immer schon wichtig. Darum stehen wir bei Claro Geschirrspülabs her, ohne die Umwelt zu belasten. Claro, grün, aber gründlich. Wie versprochen, hier noch die Auflösung um die neue Trikotfarbe der Tennengauer. Ich lese ja natürlich auch Tageszeitung, wenn ich dann sehe, wie der SRK natürlich sagt, also sie sind Real Madrid, dann sage ich halt einmal in der bescheidenen Art, wir sind halt Rapid von Tennengau. Und so gesehen, glaube ich, passt das grün, aber gründlich sehr gut für uns. Hälfte 2 gestaltet sich vom Beginn dann etwas unspektakulärer als Durchgang 1. Zwar gibt es auch hier Annäherungsversuche beider Teams, doch ohne die ganz große Gefahr. Richtig spannend und toll anzusehen wird es dann erst ab Minute 72, denn hier kann der Gastgeber in Person von Christian Heipel ausgleichen. Und für die Strobler kommt es dann wenig später noch bitterer. Patrick Ramsauer wird nach 77 Minuten völlig vergessen am zweiten Pfosten und kann ohne Probleme die Führung erzielen. Strobel versucht in der Offensive nochmals den Ausgleich zu erzielen und muss zudem aufmachen. Diese Bemühung wird nicht belohnt, ganz im Gegenteil. Im Konter setzt erneut Heipel dem Spiel ein Ende und trifft in der Nachspielzeit zum 3:1 Endstand. Verdienter Auftaktsieg für den Aufsteiger aus Adnet. Es ist Strobel, wird wahrscheinlich so wir sein, wir sind ungefähr gleich stark, das war vor 14 Tagen schon so. Eine Halbzeit waren wir gut, eine Halbzeit waren sie gut. Heute waren sie erste Halbzeit ein bisschen abgebrüht, ein bisschen besser wie wir. Zweite Halbzeit, glaube ich, waren wir ein bisschen druckvoller und ein bisschen glücklicher dann. Und was natürlich jetzt direkt die Konkurrenten 3 Punkte machen kannst, ist natürlich sehr schön, weil es gibt viele Gegner, wo es sehr schwer wird zum Punkten und gerade bei solchen Spielen und auch zu Hause. Ich denke, dass die Leistung halt schon in Ordnung war, ja? und auf der können wir aufbauen und es war jetzt erst das erste Spiel, natürlich war es jetzt bitter, dass wir verloren haben, aber ich denke, dass da einige Mannschaften gibt in der Liga, mit denen wir sicher auf Augenhöhe sind. Es wird einige Mannschaften geben in der Liga, die deutlich über uns zu stehen sind, aber bei jedem Spiel ist was zum Holen. Aber natürlich werden wir weiterarbeiten und hoffen, dass wir das nächste Heimspiel gewinnen.